glaubt ihr doch wohl nicht. Also wir haben uns das vorbereitet. Ihr glaubt doch nicht, dass wir das... Ne? Wenn Carsten in einen Raum betritt, erst dann erstrahlt dieser Raum in vollem Glanz und Licht. Genau, und deswegen müssen wir da mal ein bisschen... Das wird hier genauso sein. Ja, wirklich. Du wirklich. Du, jo. Oh! 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 Jawohl. Es geht doch. Danke. Es geht doch. So. Oh. Gerne viel Spaß beim Stream. Es geht los. Bitte Applaus. Also es war Team ganz Carsten. Anders geplant. Es war ganz anders geplant. Anders geplant. Ungefähr so. Großartig. Geil. Also schönen guten Abend auch von mir. Für die technischen Sachen des Abends kann ich leider nichts. Ich habe seit letzte Woche Montag habe ich gesagt, Leute, passt auf, bereitet euch vor, checkt nochmal die Kabel, Internet, bla bla, dieses ganze Zeugs. Nein, wird nichts. Ne? Mein Teil ist nur das Kochen, das mache ich. Ich bin in 10 Minuten fertig. Soll ich die Kamera von dir neu anmelden? Also ich bin ein bisschen gespannt. Du darfst jetzt diese Box öffnen, du darfst die Zutaten in Ruhe rausnehmen, du darfst dir Gedanken machen und dann bin ich wirklich gespannt, was hier heute passieren wird, weil ich denke... Kannst du die so leicht schräg öffnen, dass wir beide gucken können? Vorsichtig, weil, ne? Leg dir alles zurecht, mach alles so, wie du es brauchst. Ich bin so gespannt. Weil ich sehe schon, hier, das gehört zusammen. Eine Zitrone, noch eine Zwiebel. Der Trend geht zu zwei Zwiebeln, wie du vielleicht, ne? Ja. Wusstest? Also ich sehe viele Zwiebeln. Ich sehe eine, was ist das, eine Pastinake und eine Petersilienwurzel, ne? Ich sehe Möhren, ich sehe Knoblauch, Lorbeer. Oh, ein Stück Lorbeer. Lauch. Lorbeer, ja, mein Lorbeerbaum ist ja im Winter verreckt. Also wenn die zweite Kamera ein bisschen hängt, wir haben heute technische Probleme hier, aber wir probieren euch das Bestmögliche rauszuholen. Macht euch nicht verrückt. Also, wir haben hier als Fleisch zwei verschiedene. Allerdings beides Schwein. Wir haben einmal eine Schweinekugel oder Nuss. Klingelt bei mir eigentlich jetzt so Schnitzel oder so, ne? Würde jetzt bei mir. Und hier haben wir Nacken, Schweinenacken. Das ist in Nackensteaks geschnitten. Ist aber schönes Fleisch. Hab da gut gekauft. Ist das gut? Gefällt dir das? Habt ihr das überhaupt bezahlt? Nee. Oh! Kartoffeln sollte man nur mit dem ganz guten Murray River Salt. Und diese bitte einmal ein bisschen waschen, da ist noch Pferdescheiße dran. Macht man das nicht normalerweise? Ja, okay. Nö, sag ich ja, dann nimmt man gute Salz schon. Wir brauchen einen Deckel. Jetzt weiß ich ja. Was ist das? Ich hab einen Deckel. Ich brauch einen Deckel. Der Typ ist so geil. Ja, okay, super. Alles klar. Ich habe hier eine Frage. Ja? Eine Frage aus dem Chat, kann mich meine aufklären. Der Koch ist von der Metzgerei, wo sie ihr Fleisch holen, oder hat er ein eigenes Restaurant? Der Koch, der hier steht, das ist Carsten Scheller, der Inhaber der Fleischerei Scheller, der nicht nur Metzgermeister ist, sondern auch gelernter Koch. Unser Influ-Metzger. Und heute hat er Zutaten aus dieser schwarzen Box, die da links neben Julian steht, bekommen. Sieht sie gerade das erste Mal. Ich kann dazu sagen, das Fleisch habe ich ja in der Fleischerei Scheller bestellt, bei seiner Frau Julia. Und sie hat einfach auf die Bestellliste statt unseren Namen irgendein Sven XYZ aus ABCDY draufgeschrieben und hat mir dann den Bestellschein gegeben. Hat mir, ich sag, was soll ich damit? Ich kenne diesen Typen nicht. Sagte, naja, dass damit Carsten hier nicht auf den Schliche kommt. Guck mal, wie schnell das hier geht. Zack, 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 zack. Ja, die Schweinenuss, das ist ein Stück aus dem, aus der Schweinekeule, aus dem Schinken. Und da ist deine Stage, guck mal. Oh. Und normalerweise kann man da sehr gut Schnitzel draus schneiden. Für Gulasch oder sowas ist es, oder für einen Braten ist es mir ein bisschen zu mager. Aber für so kurzgebratene Geschichten wie ein Schnitzel oder heute diese Füllung für die Tortilla ist es perfekt. Okay. Kann ich sagen. Nee, also... Wir gucken gerade fast 1000 Leute dabei fürs zu. Fürs Reden werde ich hier nicht bezahlt. Ja, das muss man dazu sagen. Carsten hat mittlerweile eine relativ hohe Gage, deswegen können wir es nicht andauernd machen. Aber ich denke mal, so als Highlight zwischendurch ist das ganz gut. Ne? Übrigens möchte ich mal was sagen, können wir ein bisschen rumrollen. Carsten ist die meistgesuchteste Fleischerei Hannovers. Wenn nicht sogar Deutschlands. Wenn nicht sogar Deutschlands. Das weiß ich nicht. Bei Google, oder was? Bei Google, ja. Ehrlich? Tatsächlich. Du bist ganz weit vorne, was das angeht. Okay. Und woran liegt das? Wer ist der Marketingkönig? Keine Ahnung. Wir sind einfach gut. Ich zeig dir einen, der hat zwei Daumen und eine Brille auf. Wir geben uns Mühe und wir sind einfach gut, würde ich sagen. Bin heute ein bisschen rustikal unterwegs. Ich merke es auch daran, dass du die Pfanne, das ist dein Lieblingswerkzeug, ne? So Grill und Pfanne ist eher so dein Ding. Ja. Weil die Menschen erwarten ja nachher, dass du auf dem Grill unterwegs bist. Ja, das machen wir mit den Nackensteaks. Okay, also es wird keiner enttäuscht, sagst du. Nein, nein. Aber kleines... Der sieht geil aus. Sieht richtig geil aus. Vermeintlicher Profi am Werk ist und hier so eine... Volkshochschule. Zwei Sommer Volkshochschule. Voll krass. Gerade ist das Licht ausgegangen. Ich mache Knoblauch hier rein, denn Tortilla ohne Knoblauch funktioniert nicht. Ne? Ein Stückchen Butter mache ich noch rein. Das ist ein bisschen. Am Ende war es dann ein Lorbeerblatt, richtig? Am Ende war es natürlich ein Lorbeerblatt, klar. Aber naja, was man so alles so erlebt, ne? Naja, ist auch ein Blatt von einem Baum, ne? Ja, aber übrigens. War es zufällig Frau Schiller? Weil da schreibt jemand gerade, Frau Schiller ist hier. Nur für den Fall, dass es so ist. Das wäre wirklich sehr geil. Ist halt die Jörn heute hier im Chat? Jörn ist da, selbstverständlich. Dass er auch mal sieht, was hier mit seinen Gewürzen passiert. Ich meine, ne? Ich frage mich halt auch, wann die Knoblauch eingesetzt wird. Ich mag das wirklich gerne. Also es gibt ja viel so.
Mischungen, wo ich mich frage, ey, was soll das? Warum jetzt noch eine... Warum jetzt noch ein Final Touch? Das ist, warum jetzt ja, noch ja, ein Magic genau, Smoke genau, wieder? Ey, so ein Quatsch. Also so ein Quatsch, wirklich. Aber das Zeug ist echt... So, Ganze kommt hier rein. Vergessen wir jetzt erstmal. Bleibt da drin. Fertig. Jetzt mach ich da mal so ein bisschen. Und das passt auch nachher zu der Süße von dem Honig und dem Ziegenkäse. Ich glaube, das wird gut. Geil, das glaube ich auch. So. Das ist jetzt fertig, das ist die Unterlage für die Nackensteaks. Jetzt müssen wir mal den Grill volle Pulle anmachen irgendwo. Direkte Hitze, kriege ich die irgendwo? Oh, hier brennt alles ab. Ich will ja nicht rein, ich will ja nicht reingrätschen, aber. Nö, 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 das muss so, sagt er. So, mach hier mal ein bisschen weniger. Hier kannst du ruhig ein bisschen weniger machen. Dann mach aus das Ding. Drehen wir mal ab um. Und die nehmen wir, können wir auch ein bisschen kleiner drehen. Die sehen schon gut aus. Mach ruhig, wenn du das meinst. Wenn du sie indirekt legen willst, kannst du sie oben auf den Rost legen, nee, zum Beispiel. Ja, das könnte ich, ne? Ja, ich sag's ja nur. Also nochmal. Carsten hat so eine Art unsichtbaren Grillhandschuh an. Ich möchte genau, das auch. Nano-Handschuh. Ich glaube, ich ja selber habe ja auch keine Ahnung von Twitch und den detaillierten Regeln. Ja, ja, genau. Aber sollte da so eine Regel drin stehen. Das sind Grillhandschuhe. Er hat Grillhandschuhe. Er hat und Hornhaut, 38 cm. Bitte mach das nicht nach und bitte, Carsten, mach du es auch nicht mehr. Wie du vielleicht weißt, unser Beruf ist es, auf Twitch Blödsinn zu machen und den würden wir gerne weiter ausüben. Warte, hier. Du musst, warte auf Alex, sonst ist das nicht möglich. Das mal, mal gucken, ob das überhaupt geht, so wie ich mir das vorstelle. Ich bin so ein geiler Typ. Ich liebe es, wenn ein Plan das funktioniert. Das ist total, sagst du? Ja. Das ist doch geil. So ein bisschen, oha. Reicht doch, oder? Nice. Dreh mal ein bisschen zu mir die Pfanne, dass ich das... Oh. Alter, Da ist er. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Na klar. Käse. Du musst mich umschalten, Jürgen. Jo. Finish. Es herrschen besorgniserregende Zustände. Hier ist ein Blatt von einem Baum in der Tortilla. Ich weiß nicht, wie ich dieses Rezept im Newsletter verbauen werde, weil ich es halt noch nicht gemacht habe. Es wird eine große Herausforderung. Andere Seite aber nochmal. Kurze Info an der Stelle. Wenn jemand der Meinung ist, er möchte dieses Rezept danach nochmal haben, ich bemühe mich, ich kann es euch wirklich nicht versprechen, weil das sehr aufwendig ist, aber ich bemühe mich, am kommenden Montag per Newsletter das Rezept nochmal zu verschicken. Ich schicke immer montags ein Newsletter raus. Meldet euch gerne für unseren Newsletter an. Das ist wirklich eine Sache, kostet kein Geld. Im Gegenteil, es gibt sogar teilweise Rabattcodes und so weiter für den Shop. Also es gibt auch viele Vorteile. Und da stecken von meiner Seite aus ungefähr 100 Stunden Arbeit drin. Ah, sieht ultra krass aus, ohne Scheiß. Alter Schwede, noch ein bisschen rum. Respect for Carsten. Lassen wir noch mal so ganz bisschen warm werden gleich. Ja, okay, Mann, das ist geil, ohne Scheiß. Liebe Freunde, vielen Dank für euren krassen Support, dass hier so viele Leute am Start sind. Ich kann mich nur oftmals wiederholen, das ist so heftig. Jetzt machen wir hier ein bisschen... Aber du haust ja auch richtig einen raus, ne? Billige Effekthascherei. Ich bin fertig. Er sieht kannst du wieder hinlegen. Mal, guck dir das mal an, bitte. Wir machen es nochmal kurz ein bisschen warm und dann essen wir was. Sauber gemacht, das kann ich mal geil. Machen. Geil. Corby, willst du mal probieren? Komm, die erste Gabel für Corby, bitte. Erste Business für dich. My das ist ja eigentlich ein Steak au Four, oder? Ja, nee, Steak au Four geht anders. Ich weiß auch nicht mehr genau wie, aber die Tomate hat das gemacht. Schmeckt geil? Er möchte es nächste Woche als Mittagstisch haben. Es scheint sehr gut zu schmecken. Ich ist brutal hier. Er ist auch heiß. So, Freunde. Jetzt probieren wir mal, bevor wir... Mein ehrliches Feedback wird diesen Mann jetzt zerschmettern. Ja, ich hol noch mal Gabeln. Hm? Ja, aber er hat eine geholt oder so. Ey, Leute, es schmeckt unfassbar geil. Es schmeckt mega. Hammer. Also ich bin selber von mir bin selber gerade ein bisschen von mir überrascht. Aber jetzt kommen noch das Omelette noch, ne? Mhm. Aber die Fleischqualität ist Mist, sagst du? Alter. Fleischqualität ist überragend. Überragend. Das sind übrigens Strohschweine aus Offenstallhaltung. Das sind diese Ställe, die keine Wände haben. Ne? Die machen so Jalousien hoch und die Schweine können immer ins Land gucken, dadurch keine Lüftungstechnik, kein Strom und so weiter und so fort. Sehr gut. Und die Qualität daraus ist echt richtig gut. Man hat es ein bisschen besser unter Kontrolle als ein Weideschwein. Weideschweine, die haben ja oft Würmer und werden sie von Wölfen aufgefressen und so ein Krams. Und diese Offenstelldinger, das ist echt gut. Also das funktioniert. Alter Schwede, das ist wirklich richtig lecker. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das auf den Teller kriegen. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Also das muss, glaube ich, kalt sein, um es irgendwie auf den Teller zu portionieren. Das kannst du schneiden wie eine Torte. Oh, Hammer. Guckt euch das an. Dazu müssen wir jetzt eigentlich... Ihr habt doch so eine coole Soße. Was passt denn da mal zu?
Oh, wir haben sehr viele coole Soßen. Burger and Ribs Barbecue Soße eventuell? Die passt ja zu allem. Diese Soße ist ja bei uns relativ neu, ne? Chili Cheese Soße. Kennt jeder Chili Cheese, weiß jeder, was es ist. Die kann man als Dip für Nachos nehmen, aber vor allen Dingen auf dem Burger, ne? Ist das einfach der Game Changer, diese Soße. Und die war eine Zeit lang ausverkauft, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass ihr so krass abgeht. Und sie ist jetzt wieder in Stock. Aber ich habe gesehen, auch da wird es langsam wieder ein bisschen knapper. Das heißt, ihr seid einfach ultra krass unterwegs. Ja, das ist geil, ey. Ach, Tortilla. Für mich war es ein Omelett. Ich mag halt keine Eier, deswegen ist ein Omelett für mich immer so... Aber es ist ja kein Omelett, es ist ein Tortilla, Julian. Ja, aber... Das ist geil. Das ist wirklich geil. Diese Kombination ist hammermäßig. Ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut, weil hier, wie gesagt, Ei drin ist. Das ist nicht mein Ding, aber es liegt nur an meinem persönlichen Geschmack. Die Jungs feiern es ja. So, was passiert jetzt? Ton einmal ausmachen.